Herzlich willkommen zurück. Ja, genau. Wir nehmen es gerade zum zweiten Mal auf, weil die Aufnahme eben versagt hat. Ich werde wahnsinnig, wenn sie jetzt wieder versagt. Wir können ja erstmal Now the da news. drauf. Yesterday, Wally the Walrus. Okay, das kennen wir alles schon. Warum auch jetzt gerade wieder abgespielt wird, ich habe keine Ahnung. Ist aber auch egal. Wir konnten uns das ja hier angucken. You put the skinned mic cassette into the stereo. How do you like that, you sick little freak? You had it coming to you. These clothes are disgusting. Get them out of my sight. I know. It'll be perfect to wrap his body in. Hold it. You! Hold it, I think you I'll snooping around again? Myself. Get your ass out of Hold here before it. You Hold really it. piss me Hold off! It. Hold it. I think I'll keep that one for myself. Hold it. I think I'll keep that one for myself. Ja. Wir haben hier das Loch. Da passiert aber anscheinend nichts. Okay. Merkwürdig. Flur auch nicht, das weiß ich. Da hat man eben ja schon reingeguckt. So, dann können wir das hier wegpacken. Wir nehmen jetzt ein paar Sachen mit. Dann nehme ich das mit. Wie gesagt, ich habe das schon mal gemacht jetzt, was wir jetzt gerade machen. Ich versuche das jetzt ein bisschen schneller zu tun. Da ist ja jetzt wieder weiß. In der Originalaufnahme eben, da hat es natürlich lange gedauert, weil ich das Spiel lange nicht gespielt habe. Aber jetzt sind wir natürlich super schnell. Genau, wir nehmen den Kassenschlüssel da unten mit. Den Hausmeisterschlüssel, die Apartmentschlüssel, die brauchen wir die. So, Vorsicht, nehmen wir die mit. Und dann müssen wir uns noch einen Schlüssel holen. Nämlich den hier. Der liegt neben dem Bett. Und das ist der Dolki, der ist für das Zimmer 303. Und oha, das ist doch das Zimmer von Eileen, richtig? Da werden wir uns auch gleich reinbegeben. Gleich. Vorher müssen wir leider unten noch was machen. Dafür haben wir nämlich diesen kleinen Schlüssel. Das hatte ich verpeilt. Und es gibt leider in diesem Video eben auch eine Menge zu lesen. Das ist das Problem. So, hier steckt diese olle Else fest. Die lassen wir jetzt erstmal da feststecken. Und ich weiß, Aline schreit. Oder auch nicht. Ah, doch, tut sie. Wir müssen aber einmal ganz. Ich hoffe, das versaut es mir jetzt nicht. Wir müssen einmal kurz die Treppen runter. Das dauert eine Sekunde. Ich glaube, es gibt hier nämlich auch verschiedene Enden, wie jedem Silent Hill. Und wir wollen natürlich das Beste, vor allem, weil wir voll auf Eileen stehen. Ich jedenfalls. Okay, was geht hier ab? Okay. Wir gehen hier hin. Und nehmen den Schlüssel. Der ist nämlich für das Fach 106. Das hat man nämlich letztes Mal vergessen. Ich hatte das vergessen, dass das Tatsache ist. Das ist mir eben beim Spielen aufgefallen, weil ich mich da unten aufgehalten habe, dass ich den Schlüssel nämlich mitgenommen. I love you, Rachel. Mike. Es ist voll von Liebesbriefen von Mike an Rachel. Okay. Da gibt es auch sonst nichts. Aber gemacht haben ist gemacht haben, ne? Und jetzt schnell zu Rachel. Gott, wenn das jetzt in die Hose gegangen geht, dann kann ich gleich nochmal anfangen. Und laden wir einfach neu. Out of here.
Also die Bewegung finde ich sehr authentisch, dafür, dass das Spiel so alt ist. Also da haben sie wahrscheinlich diese Technik wie früher immer benutzt, mit diesem Bällchen und einer Kopfkamera. Ja. Oh, heißt das, mein Krankenwagen kann das, ist das zwangsläufig, dass, also ist sie, haben sie, konnten die die retten oder ist sie zwangsläufig tot? Ich, oder kann die auch tot sein mit dem Krankenwagen? Ich weiß es nicht. Ich nehme mal an, das war ein Krankenwagen, der Aline abgeholt hat. Ja, wir hauen hier gegen. Finde ich lustig, dass man das kann. Habe ich auch eben gerade erst rausgefunden. Glaube ich. So, dann haben wir hier. Habe ich auch gesagt, ihr sollt auch mal auf die Dinger gucken. Vielleicht ist es nur seine Einbildung. Aber er hat ein komisches Gefühl, wenn er das Bild anschaut. Die gleiche komische Einbildung, sagt er, hat er hier auch. Oh, okay, jetzt habe ich das Falsche geklickt. Hier sagt er, das ist sein Notizbuch, aber er hat, also er hat immer eins hier liegen, was genau identisch mit dem ist, was er immer bei sich hat und was wir auch benutzen. Ja, dann braucht er sich keinen Kummer machen, dass das verloren geht. Na, das wieder nicht. Egal, hier sagt er bei dem unteren Bild halt auch nur, dass auch da das komische Gefühl ist. Jetzt sagt mir mal ab von Leuchtturm und so. Wenn ihr diese beiden Bilder seht, machen wir kurz Pause und dann sagt mir, was ihr da seht. Und hier, da ist Annalena unten, das steht auf dem Kopf, das Bild. Da sind Ausschnitte von Magazinen und Artikeln, aber ich kann mich nicht erinnern, die ausgeschnitten zu haben. Ja, das ist ein bisschen merkwürdig, befremdlich. Das Loch ist zu. Er hat irgendwer einen Zementmischer mit reingebracht in die Butze. Was auch befremdlich ist. Okay, das machen wir gleich. So they took the victim to St. Jerome's, huh? Yeah, she's not gonna make it. She had numbers in her back too. Walter Sullivan copycat. Round three, huh? Well, they never got the scumbag behind round two a few years back. Maybe it's the same guy. Oh, what if one, two, and three? Oh, what if they're all the same guy? What the hell are you talking about? You know Sullivan killed himself. The weird thing is, there were no clues. Crime scenes were always spotless. No fingerprints, no findings, nothing. Just the numbers. 20121. I've been a cop for a long time. But I never seen a case like this one. It's almost like they were killed by a ghost or something. Ja, wusste ich nicht, habe ich vorhin erst rausgefunden. Da habe ich noch gesagt, hier kann man jetzt nichts mehr machen, weil Aline weg ist oder tot oder was auch immer. Achso, okay. Und ja, sieht geil aus, ne? Na, also ich finde das mega geil. Sieht richtig toll aus. Ich finde das richtig toll gemacht. Ich liebe auch, das ist so, wenn du, kennst du noch, wenn du guckst irgendwie so eine Serie von früher, keine Ahnung, Seinfeld oder Friends oder sowas, und dann zeigen die mir diese kurzen Ausschnitte, wenn sie dann von irgendeinem Apartment in eine Bar blenden, wo die sich dann treffen. Und dieser amerikanische, ich finde das so cool. Ich finde das echt so cool. Nein. Nein. Are you yearning for that special place to spend quality time with your loved one? You need to relax and get away from it all. Come to Silent Hill for the ultimate peaceful getaway. Okay. Das war auch ein netter, eine nette Sache. So, jetzt können wir hier erstmal wieder die Sachen schnell wegpacken. Bup. Und packen uns mal Folgendes ein. Ich merke schon, ich spare unendlich viel Zeit diesmal. Ist praktisch, wenn man weiß, was man macht. Es tut mir auch echt, tut mir leid, ey. Ich hasse es, wenn Aufnahmen funktionieren. Ich hätte das viel lieber, dass ich euch das halt vernünftig zeige. Also ungeplant. Oder was heißt ungeplant? Ungekannt. Merkwürdiges Stück Papier ist da auf dem Boden. Nimmst du es?
Das ist der Succubus-Talisman. Karte mit dem Dämonen drauf. Und dann haben wir noch ein Stück für das Notizbuch. Ich denke, ich kann mich nicht weiter selbst verteidigen oder selbst schützen. Er ist wirklich wahnsinnig. Ich halte das nicht mehr länger aus. Seine Kraft kann man nicht. Kann man nicht halten, nicht bannen. I don't think I can protect myself. He's truly insane. I can't hold on any longer. His power can't be measured. I was so scared today that I sealed off the back of a storage room. Ich war heute so verängstigt, dass ich die Rückwand Aufbewahrungsraum versiegelt habe. I wonder if Eileen Kevin is okay. She has no idea what's going on. Ich hoffe, Eileen Kevin ist okay. Sie hat gar keine Ahnung, was hier vor sich geht. Aber sie ist in großer Gefahr. Nevertheless, genau. But she's in danger, nevertheless. Das war aus dem Juli, den 13. Juli. So, dann. Da hatte ich auch was zugesagt, und zwar, kennt ihr das? Diese Flecken, wenn die euch die zeigen, wenn du irgendwo bist, hier, wo ein Tintenfleck irgendwo ist, dann sollst du sagen, hier, was ist das jetzt? Zum Beispiel Schmetterling oder so eine Scheiße. Ich habe nie durch sowas durchgeblickt. Oder diese Bilder, wo du Menschen stehen siehst auf der Straße, ein paar am Kaffeetisch, ein Auto, und dann ist da irgendwie so ein Regenschirm darüber und bla bla bla. Und wenn du die Augen, wenn du den Blick verschwimmst, siehst du Jesus Gesicht, irgendwie so ein Dünnschiss. Ich habe mit diesen Dingern hier nie, ich kann hier keinen Dämon draus sehen, was er sagt. Ja, also wenn er darüber nachdenkt, sieht er halt einen Dämon da drin, ich nicht. Aber das Gute ist, wir haben ja gerade eine Dämonenkarte gefunden. Und deswegen benutzen wir die jetzt. Was zur Hölle? After he did the ritual of the Holy Assumption, nachdem er das Ritual der heiligen Annahme vollzogen hat, other words began to force their way into the universe and it began to swell horribly. Ja, begannen andere Welten sich ihren Weg durchs Universum zu zwängen, und das Universum ist halt auf eine horrende Weise angeschwollen. Aber in seinem Universum ist das anders als in unserem. Es hat Grenzen, ja. But in his universe, different than ours, it has limits. And in the limits of that universe, he rules as a king. Und in den Grenzen dieses Universums regiert er wie ein König. And in the deepest part of his kingdom is his mother. Und im tiefsten Winkel dieses Königreichs ist seine Mutter. So, und dann wollen wir nämlich die Sachen hier einsetzen. So natürlich nicht. Das war das längliche. Oh, ich drücke hier schon wieder so drauf. Ja. Und zu guter Letzt. So. Das Loch. Wo wird es hinführen? Er wollte es diesmal hinführen. Eileen? Ich frage mich, ob es in Ordnung ist. Gute Entscheidung. Hätte ich auch so getroffen. Gut, jetzt sind wir in einem Krankenhaus. Jetzt werden wir uns hier nach und nach die Tür... Oh. Ja, mach die Viecher tot. Die sind ja unglaublich nervig. Also ihr müsst selber wissen, was man macht. Ihr könnt doch vor allem weglaufen. Macht auf einen schweren Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich auch Sinn. Oh. So.
Klappe zu, Affe tot, oder wie sagt man, ne? Den nehmen wir mit. Das ist ein Bett mit Rädern. Damit müssen die Patienten transportieren. Ich frage mich, ob Aileen in diesem Raum ist. Das ist... I wonder if Aileen is... Ist wahrscheinlich ein Schreibfehler. Ich denke mal, war. Was. Not ist. Not ist, genau. Gut. Diese Tür ist ein Speicherpunkt. Guck an. Was macht deine Frauenhandtasche hier? Es muss Alins sein. Nimmst du die? Ja. Nimmst du. So, jetzt haben wir hier auch noch zwei Räume. So, das ist ein kaputter Fahrstuhl. Bei dem Raum. Naja, den macht das machen wir später. Okay. Erstmal das, das Wichtige. Viel medizinische Gegenstände. Lots of forms by the name. Also sind viele Sachen mit einem mit dem Betitelung San Jerome Krankenhaus. Das ist nicht so weit weg vom Apartment, also ist wahrscheinlich das, wo die Krankenwagen, was die Krankenwagen dann generell anfahren. Die Memo einer Krankenschwester. I lost Alins Galvin's hospital room key. She was a patient brought in with severe injuries. I wonder if I left it in one of the other hospital rooms. I really hope not. Könnte man ja nicht ändern, wenn es so wäre. Also, sie... super. Ich bin schon so schnell, dass ich vergesse zu übersetzen. Also, die Krankenschwester hat den Schlüssel verloren von dem Raum, wo die Aline drin ist. Sie will jetzt gucken, ob der in anderen Räumen ist, ob sie ihn da vergessen hat. Ich hoffe das aber nicht. Eine Menge Fotos an die Wand gepinnt. Könnten das Alins Bilder sein? Nein, das wollte ich gar nicht. Liegt da was auf dem Boden? Nein. Okay. What's this note? Ja, da brauche ich nicht vorlesen. Das ist eine ziemlich lange Notiz und die ist sehr skurril. Sie sagt eigentlich über den Namen mit Lücken drin. Ja. So, jetzt haben wir hier noch eine Waffe. Nicht wirklich nötig, wie ich finde. Die ist aber von der Optik her, muss ich aber sagen, sie ist echt cool. Cool. Zeig sie euch auch gleich. Alle möglichen... there's all sorts of medical things, but I wouldn't know what to do with any of them. Also eine Menge Medizin-Kram, aber ich wüsste nicht mit einer von der Sachen, was ich damit machen sollte. So. Jetzt die Waffe kurz. Da ist er. So. Er macht da richtig geile Moves mit hier, so Ninja Dagger. Und die lädt sich unglaublich schnell auf. Ist aber das Schwächste, was du im Spiel nutzen kannst an Waffen. Jetzt wollen wir mal gucken, was hier ist, wo er war. Oh! Boah, was ist das denn für ein Freak, Alter? Ja, das braucht... Nein, du sollst... Ja. Die sind unschön, die brauchen zwei Tritte. Operations... the operation table, there's bloodstained cover on the top of something.
I don't even want to imagine what's under that cover. Ja, er möchte gar nicht wissen, was unter dem blutbefleckten Cover ist, Tuch ist. It's probably operation table. Das ist wahrscheinlich ein Operationstisch. That guy, what in God's name was he doing here? Ja, das ist eine gute Frage, was dieser Typ hier in Gottes Namen gemacht hat. Wie ich finde, sah das, was auf dem Tisch lag, wo er rumgewurstelt hat drin, das sah ein bisschen aus wie die erste Frau, die wir da in der U-Bahn-Station getroffen haben, die leicht erotisiert ist. Das findet ihr das nicht auch? Die war natürlich leichenblass, aber so, da liegt was Menschenförmiges unter dem Links. Also für mich sieht das aus wie ein zersägter Mensch, so ein bisschen. Mehr können wir hier eigentlich auch nicht machen. Also, was heißt mehr? Ich finde das ziemlich freaky alles. Also, es ist wirklich düster, das Spiel. Vor allem die Gegner ist geil, ne? Also, die Babys waren schon geil. Das ist voll die geilen Viecher hier. Ist auch geil, dass die rülpsen, wenn du drauf haust. Gut, dann hatten wir hier den Dingsraum. Den großen hatten wir, glaube ich. Genau. So. Und da hier. Ach, das war der. Ja, genau, hier gibt es noch ein Krankenset, nimm es. Mehr gibt es hier nicht, außer das hier. Das fand ich cool. Zwei Sachen. Einmal dieses Dokument, da steht eigentlich nur hier von dem Baby eine Urkunde. Aber er guckt dahin, finde ich, wie als wenn es was wäre. Als wenn du was aufheben könntest, aber du kannst nicht. Ich bin hier 3 Minuten rumgelaufen, habe es versucht. Und das hier hinten sieht aus wie das Board, auf dem du eine Zahlenkombination in Silent Hill 2 kriegst. Ist das richtig, falls du zuguckst, Schein? Vielleicht hat das auch nichts zu sagen. Ich fand das so. Hab das gerade so irgendwie gecheckt für mich. So, jetzt kommt der super tolle Raum hier. Macht, was ich mache. Nimm's. Genau, wir wollen diese Ampulle nämlich haben. Aber wenn die ich, wenn die Teamarbeit auf dich machen, sage ich mal, bist du am Arsch. Also. Warte mal. Genau. Ich schicke jetzt erstmal die Aufnahme. Wir bringen erstmal den Kram hier kurz weg, den wir jetzt hier haben. Und dann gehen wir in die obere Etage. Die machen wir noch. Die hatte ich eben auch gemacht. Und ich möchte das euch geben an Video, was ich auch mache. Quasi. Und da unsere Gegenstände ja schon gut gefüllt sind. Ich glaube, da kriegt man oben auch nochmal 3 oder 4. Und das ist natürlich ein bisschen scheiße, wenn wir jetzt dann mittendrin da nochmal hinrennen müssten. Wie ich finde. Und dann können wir nämlich quasi den Speichermann machen. Erstmal. Und ich check die Aufnahme, die diesmal bestimmt geklappt haben möchte, weil ich sonst traurig bin. Und die danach dann bestimmt auch klappen möchte, weil ich sonst traurig bin. Diese Gegenstände hier, die 3, behalte ich erstmal. Weil ich weiß nicht, ob man die da braucht. Also das Beil sowieso. Und aufladen kann auch immer gut sein. Deswegen die Tasche, keine Ahnung. So, wir speichern hier kurz. Und dann würde ich sagen, Return for. Ja, hier hatte ich gespeichert, ne? 516, ja. Genau. Das können wir quasi wieder überspeichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Drückt Daumen.